Zum ersten Mal seit über 3 Jahrzehnten wächst die Wirtschaft der USA schneller als die Wirtschaft Chinas. Was Zweifel an der Annahme aufkommen lässt, dass China den derzeitigen Primus irgendwann überholen wird. Dieses starke Wachstum in der ohnehin schon größten und vielfältigsten Volkswirtschaft der Welt ist insbesondere bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass ein großer Teil der anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften der Welt seit mehr als einem Jahrzehnt mehr oder weniger stagnieren. Schaut man sich das Ganze aber genauer an, sieht man, dass es auch innerhalb der USA nicht anders aussieht. Eine Mehrheit, fast 2/3 der US-Bundesstaaten, wächst nicht so schnell wie die USA selbst. Das bedeutet, dass nur eine Handvoll Gebiete einen Großteil der Schwerstarbeit leisten, um die größte Volkswirtschaft der Welt zu unterstützen. Und das nicht nur in Bezug auf das reine Wirtschaftswachstum. Und damit kommen wir zu Florida. Florida ist die 4. größte Volkswirtschaft der USA und hat ungefähr die gleiche Wirtschaftsleistung wie Mexiko, Indonesien oder Spanien. Das ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass dies nur einer von 50 Bundesstaaten ist, aus denen die Union besteht. Florida wächst viel schneller als die anderen großen Staaten, die die Top 4 bilden. Kalifornien, New York und sogar Texas. Und das auf eine Art und Weise und in Branchen, die normalerweise nicht mit der pulsierenden Geschichte der Region in Verbindung gebracht werden. Die Region gewinnt auch deshalb so viel Aufmerksamkeit, weil dieser Erfolg für die USA als Ganzes von Vorteil sein kann oder auch nicht. Also, was treibt Floridas rasantes Wachstum heute an? Was sind die potenziellen Probleme, die durch diese Wachstumsbereiche verursacht werden? Und schließlich, ist dieses überdurchschnittliche Wachstum wirklich nachhaltig? Wenn wir uns das alles angesehen haben, können wir Florida, die 4. größte Volkswirtschaft innerhalb der USA, in die Wirtschaftswissen-Rangliste aufnehmen und sehen, wie es im Vergleich zu anderen US-Bundesstaaten und ganzen Volkswirtschaften dasteht. Ich möchte dieses Video mit einer persönlichen Anekdote beginnen, die, das verspreche ich euch, für die wirtschaftliche Situation Floridas sehr relevant ist. Während meines Studiums hatte ich einen Teilzeitjob als Teamleiter eines Ladens, in dem der regionale Chef mich und alle anderen Läden dazu drängte, so viel Umsatz wie möglich zu machen. Das ist natürlich nichts Ungewöhnliches, aber eines Tages durfte mein Geschäft aus irgendeinem Grund nur einen Tag lang einen großen Rabatt auf alles im Laden anbieten. Um das Beste daraus zu machen und unseren Chef zufriedenzustellen, riefen wir alle unsere Stammkunden an und informierten sie im Voraus, damit wir an diesem Tag so viel Geld wie möglich einnehmen konnten. Leider bekamen wir, also ich, dafür eine Menge Ärger, denn das Einzige, was wirklich passierte, war, dass die Leute, um den Rabatt mitnehmen zu können, alle Einkäufe in unserem Laden machten, anstatt wie sonst in den anderen Filialen der Gegend einzukaufen, was uns auf Kosten des gesamten Unternehmens gut aussehen ließ. Der Punkt ist, dass Florida in einem viel größeren Maßstab genau das Gleiche tut und seine Wirtschaft auf Kosten der anderen Staaten der USA ausbaut. Die Wirtschaft des Bundesstaates, so wie sie heute ist, begann als eine Art Touristenziel für Menschen, die aus den kälteren Regionen der Ostküste der USA anreisten. Obwohl die Region, aus der der Bundesstaat irgendwann hervorging, technisch gesehen die erste westliche Stadt auf dem nordamerikanischen Kontinent war, entwickelte sie sich viel langsamer als die Regionen im Norden, was zum großen Teil an ihrer schrecklichen Geografie lag. Auch heute noch ist der Bundesstaat voller Sümpfe, Moskitos, Stürme und schwer befahrbarem Gelände, so dass er in seiner früheren Geschichte als eigener Staat meist nur ein Ort war, an dem die Menschen Urlaub machten und selbst das war nur begrenzt möglich. Das änderte sich mit dem Bau von Eisenbahnen, die die Regionen im Landesinneren direkt mit den großen Industrie- und Bevölkerungszentren im Norden verbanden und die Regionen nicht nur für den Tourismus erschlossen, sondern auch Landwirtschaft und Leichtindustrie möglich machten. Heute machen diese frühen Industrien immer noch einen beträchtlichen Teil der gesamten Wirtschaftsleistung des Bundesstaates aus, aber es gibt auch eine wachsende Zahl moderner Wirtschaftszweige. Der Staat verfügt über einen überraschend großen Bergbausektor, der nicht nach Metallen oder fossilen Brennstoffen gräbt, sondern eines der weltweit größten Vorkommen an Phosphor fördert, einer natürlich vorkommenden Chemikalie, die hauptsächlich als Düngemittel verwendet wird. Die USA haben die 3. größte Agrarindustrie der Welt, hinter China und Indien, mit ihren riesigen Bevölkerungszahlen und pro Kopf der Bevölkerung ist die Landwirtschaft in den USA viel produktiver als fast überall sonst auf der Welt. Das Phosphat, das in Florida aus dem Boden geholt wird, liefert 3/4 des gesamten Düngers, den die Landwirte im Land benötigen. Das ist nicht nur eine große Einnahmequelle für Florida, sondern bedeutet auch, dass die USA als Ganzes viel weniger als die meisten anderen Länder von den begrenzten globalen Vorräten dieser Ressource abhängig sind, um ihre Ernährung zu sichern.
Das ist alles sehr interessant, aber es ist nicht das, was das Wachstum des Staates in letzter Zeit angetrieben hat. Denn das sind eher die Industrien, die für Kontroversen sorgen. Florida ist ein seltsamer Ort und ein Teil seines einzigartigen Rufs ist auf die wirtschaftlichen Faktoren zurückzuführen, die Menschen aus allen Gesellschaftsschichten in den Staat ziehen. Florida hat bei weitem die höchste Nettozuwanderung in den USA. Es ziehen mehr Menschen in den Bundesstaat als in Ausreißer wie Texas, das in letzter Zeit wegen der Zuzugswelle in die Schlagzeilen geraten ist. Florida hat seit 2020 fast so viele neue Einwohner hinzugewonnen, wie New York verloren hat. Und im Gegensatz zu vielen anderen Bundesstaaten, in denen die Zahl der neuen Einwohner stark gestiegen ist, ist dieses Phänomen in Florida nicht wirklich neu. Natürlich handelt es sich bei einem großen Teil dieser Zuwanderung um alte Menschen, die in den Staat ziehen, um sich zur Ruhe zu setzen. Deshalb wächst die Bevölkerung in Florida trotz der konstant hohen Binnenzuwanderung nicht so schnell wie in einem Staat wie Texas, weil die älteren Einwohner genauso schnell sterben, wie sie zuziehen. Aber die Bevölkerung wächst insgesamt immer noch, was im Vergleich zu anderen großen US-Volkswirtschaften wie New York, das seit mehr als einem Jahrzehnt stagniert, und Kalifornien, das sogar rückläufig ist, ein positives Zeichen dafür ist, dass es etwas gibt, das mehr als nur Rentner in den Staat zieht. Viele der neuen Einwohner Floridas sind junge, hochqualifizierte Arbeitskräfte und seltsamerweise ziehen beide Gruppen aus den gleichen Gründen in den Staat. Die Steuern in den USA werden sowohl auf nationaler als auch auf bundesstaatlicher Ebene erhoben, was bedeutet, dass selbst innerhalb dieses Landes einige Menschen einen höheren Steuersatz zahlen als andere, je nachdem, wo sie leben. In Florida gibt es keine staatliche Einkommenssteuer, was bedeutet, dass Menschen, die in anderen Bundesstaaten wie New York und vor allem Kalifornien leben, eine Menge Geld sparen können, wenn sie dorthin ziehen. Für Rentner ist das eine gute Möglichkeit, ihre Ersparnisse ein wenig aufzubessern, aber in letzter Zeit hat Florida auch viele Menschen angezogen, die in einigen der neuesten, boomenden Industrien des Staates arbeiten. Niedrige Steuern, schöne Strände und insgesamt niedrigere Lebenshaltungskosten als in Zentren wie New York City, Silicon Valley und Los Angeles sind großartig. Aber Florida hätte einige der qualifiziertesten und produktivsten Arbeitskräfte der USA nicht anziehen können, wenn es dort keine Arbeitsplätze für sie gäbe. Glücklicherweise hat die Zahl der Finanz- und Technologieunternehmen, die sich in Florida niederlassen oder ihren Hauptsitz sogar ganz dorthin verlegen, deutlich zugenommen. Die höchste Konzentration an internationalen Banken in den USA befindet sich nicht in New York City, sondern in Miami. Und auch viele Technologieunternehmen haben sich in der größten Stadt des Bundesstaates niedergelassen, weil es dort relativ einfach ist, Geschäfte zu machen. Natürlich gab es einige prominente Fälle, in denen Unternehmen in Florida mit der Regierung aneinander geraten sind, und solche Fälle können sich tatsächlich darauf auswirken, wie begehrt eine Region zum Investieren, Arbeiten oder Gründen eines Unternehmens ist. Aber insgesamt wird Florida immer noch als viel weniger restriktiv wahrgenommen als andere große Zentren wie Kalifornien und New York. Dass die Durchschnittseinkommen in Florida in den letzten 10 Jahren so schnell gestiegen sind, liegt nicht daran, dass der Bundesstaat selbst produktiver geworden ist, sondern daran, dass bereits produktive und hochbezahlte Arbeitskräfte dorthin gezogen sind. Entweder um von dort aus im Homeoffice zu arbeiten oder um den großen Unternehmen zu folgen, die ebenfalls dorthin gezogen sind. Das ist zwar ein sehr positiver Trend für den Bundesstaat selbst, aber nicht unbedingt gut für die Wirtschaft auf nationaler Ebene oder sogar für die Menschen in Florida auf individueller Ebene. Wir haben das Thema Kapitalflucht und Abwanderung von Fachkräften schon oft auf diesem Kanal behandelt. Aber wir haben noch nie untersucht, wie es innerhalb eines Landes abläuft, wo es in vielerlei Hinsicht am schlimmsten sein kann. Wie immer wollen wir hier nicht zu viel wiederholen. Aber Abwanderung bedeutet, dass die qualifiziertesten Arbeitskräfte einer Wirtschaftsregion wegen besserer Chancen in eine andere Region abwandern und die Region, die sie verlassen, insgesamt schlechter dasteht, weil sie ihre besten Arbeitskräfte und Steuerzahler verliert und dann möglicherweise mit einem Fachkräftemangel zu kämpfen hat. Wenn ein Tech-Arbeiter aus dem Silicon Valley in Kalifornien wegzieht, entgehen Kalifornien nicht nur Steuereinnahmen, sondern kalifornische Unternehmen finden möglicherweise auch nicht die Arbeitskräfte, die sie für die Fortführung ihrer Geschäftstätigkeit benötigen und müssen dann schließlich dorthin ziehen, wo sie die Arbeitskräfte finden können. Eine kurze Randbemerkung. Man könnte annehmen, dass die zunehmende Fernarbeit dem entgegenwirken könnte, da bestimmte Arbeitnehmer nicht mehr an einen bestimmten Ort gebunden sind, aber leider ist es noch zu früh, um das endgültig zu sagen. Das Problem könnte sich dadurch auch noch verschlimmern, denn zumindest der Zugang zu den Arbeitsplätzen hat dazu beigetragen, dass produktive Arbeitnehmer in die Stadt, den Staat oder das Land ziehen können, indem sie die besten Steuerbedingungen und Lebensbedingungen vorfinden.
Es ist wahrscheinlich nicht das folgenreichste Beispiel, aber es gibt einen Grund, warum so viele Menschen mit Online-Unternehmen nach Dubai ziehen. Und zwar nicht, weil sie von der Architektur so begeistert sind. Die Kapitalflucht ist der Abwanderung von Fachkräften ähnlich, aber es handelt sich um zwei unterschiedliche Probleme. Kapitalflucht liegt vor, wenn Menschen ihr Kapital aus einem Gebiet abziehen und in ein anderes Gebiet verlagern. Unter Kapital versteht man in der Wirtschaft alles, was nicht Arbeit oder Land ist und zur Steigerung der Wirtschaftsleistung genutzt werden kann. Also Werkzeuge, Infrastruktur, Technologie, Materialien und natürlich das gute alte Bargeld. Wenn Menschen umziehen, nehmen sie in der Regel ihre Sachen mit, einschließlich ihres Geldes, was dem Ort, von dem sie wegziehen, Kapital entzieht und dem Ort, in den sie ziehen, Kapital zuführt. Dies war in der modernen Geschichte ein großes Problem für viele Volkswirtschaften, da internationale Umzüge immer üblicher wurden. Extreme Beispiele wie China und Südafrika haben sogar Beschränkungen dafür eingeführt, wie viel Kapital ihre Bürger mitnehmen dürfen, wenn sie das Land verlassen, weil der Exodus wohlhabender Bürger sonst ernsthafte Auswirkungen auf die Wirtschaft haben könnte. In einer souveränen Nation wie den USA, einem Land, das seine Freiheiten sehr schätzt, wären solche Beschränkungen einfach nicht möglich. Und aus diesem Grund können Braindrain und Kapitalflucht ernsthafte Probleme verursachen. An dieser Stelle ist es wahrscheinlich wichtig, sich klarzumachen, dass zwar viele Menschen aus Orten wie New York, Kalifornien und Illinois nach Florida ziehen, dass aber in der Vergangenheit Dutzende anderer Bundesstaaten in den USA das gleiche Problem mit qualifizierten Arbeitskräften hatten, die in eben jene Staaten zogen, die jetzt Arbeitskräfte an Florida verlieren. Die USA selbst sind weltweit der größte Nutznießer der Zuwanderung von Fachkräften und ausländischem Kapital, sodass es eine gewisse Ironie hat, dass Staaten wie Florida und Texas jetzt die gleichen Probleme verursachen. Bevor wir auf diese Probleme eingehen, ist es wichtig zu erwähnen, dass das föderale System der Staaten, aus dem die USA bestehen, viele Vorteile hat. Mehrere Regierungsebenen sorgen für ein höheres Maß an Kontrolle und Redundanz in der gesamten Volkswirtschaft, wodurch es schwieriger wird, dass eine schlechte Politik, eine schlechte Führungskraft oder sogar eine schlechte Idee die gesamte Wirtschaft lahmlegt. Nicht nur die USA, auch andere Föderationen auf der ganzen Welt wie Kanada, Deutschland, die Schweiz, Australien und die Niederlande haben von ihrem System profitiert, das den Bundesstaaten ein gewisses Maß an Autonomie einräumt, aber das funktioniert nur, wenn das Maß an Autonomie genau richtig ist. Zu viel Aufsicht führt zu einem Einheitsstaat mit einer zusätzlichen Schicht von Bürokratie und zu wenig Aufsicht kann dazu führen, dass die Staaten innerhalb eines Landes anfangen, miteinander zu konkurrieren, ähnlich wie ein gewisser armer Student, der in seinem Nebenjob das System austricksen wollte. Wenn jeder Bundesstaat in den USA anfängt, um die talentiertesten Arbeitskräfte und die wertvollsten Industrien zu konkurrieren, wird es zu einem Wettlauf nach unten bei Vorschriften, Steuereinnahmen und Anreizen kommen. In gewisser Weise passiert das schon jetzt, denn die Städte kämpfen miteinander um die Ansiedlung von Unternehmen in ihrem Ballungsraum. Kurzfristig könnte dies die regionalen Wirtschaftszentren ankurbeln, aber es wird fast zwangsläufig auf Kosten der allgemeinen wirtschaftlichen Stabilität gehen. Unternehmen, politische Entscheidungsträger und sogar Wirtschaftswissenschaftler lieben es zu hassen. Aber in der Regel gibt es Gründe, warum es bestimmte Maßnahmen und Regeln gibt. Hinzu kommt, dass der Wettbewerb zwischen vermeintlich vereinten Staaten zu einer Art Rückkopplungsschleife führen kann, in der ärmere Staaten weiter hinter reichere Staaten zurückfallen, weil talentierte Arbeitskräfte in Gegenden ziehen, in denen sie mehr Geld verdienen können und von dem Lebensstil umgeben sind, den reiche Menschen genießen und damit den wohlhabenden Staat auf Kosten des ärmeren Staates unterstützen. Je größer diese Kluft wird, desto mehr Druck wird auf hochproduktive Menschen aus den ärmeren Staaten ausgeübt, in die reicheren Staaten zu ziehen. Extreme regionale Ungleichheit muss entweder mit schwerfälligen und realistisch betrachtet politisch unpopulären Interventionen bekämpft werden, oder sie kann schließlich so schlimm werden, dass einzelne Staaten fast wie zwei völlig unterschiedliche Volkswirtschaften behandelt werden müssen. Die USA sind im Moment noch weit von solchen Extremen entfernt. Aber man sollte sie nicht völlig ignorieren, da ihre Arbeitskräfte und Industriezentren immer mobiler werden. Ein Problem, das sich daraus ergibt, ist, dass es für normale Menschen, die bereits in Staaten wie Florida leben, immer schwieriger wird, finanziell mit den wohlhabenden Menschen mitzuhalten, die wegen der niedrigen Steuern, des schönen Wetters und der vergleichsweise niedrigeren Lebenshaltungskosten zuziehen. Regierungen auf allen Ebenen sollten das tun, was für die Menschen, die sie vertreten, am besten ist. Und Wirtschaftswachstum und steigende Einkommen sind ein wichtiger Teil davon. Werden allerdings Zahlen wie diese auf eine Art und Weise erzielt, die den Lebensstandard für niemanden wirklich verbessert, abgesehen vielleicht von einer ausgewählten Gruppe wohlhabender Binnenmigranten, dann ist wirtschaftlicher Erfolg auf dem Papier nicht immer gleichbedeutend mit echtem wirtschaftlichen Erfolg.
Jetzt ist es an der Zeit, Florida in die Wirtschaftswissen-Rangliste aufzunehmen. Beginnen wir wie immer mit der Größe. Florida hat ein BIP von rund 1,4 Billionen US-Dollar. Eine kleine Einschränkung an dieser Stelle ist, dass die Weltbank und der Internationale Währungsfonds, die Quellen, auf die wir uns normalerweise für makroökonomische Zahlen verlassen, keine Daten für Bundesstaaten innerhalb eines souveränen Landes liefern, sodass die Zahlen hier nicht genau die gleiche Methodik verwenden. Dennoch entspricht Floridas Wirtschaftsleistung in etwa der Mexikos und wäre es ein unabhängiges Land, wäre es das 14. größte der Welt. Also bekommt es eine 8 von 10. Das Pro-Kopf-BIP liegt bei 70.557 US-Dollar, was im weltweiten Vergleich sehr gut ist und sich weiter verbessert. Aber trotz des jüngsten Erfolgs liegt diese Zahl immer noch hinter dem Durchschnitt der gesamten USA, die eine Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung von 82.858 US-Dollar haben, obwohl diese Zahl nur von 17 der 50 Bundesstaaten und DC erreicht wird. Auch im internationalen Vergleich der Volkswirtschaften würde diese Rangliste eine weitere 8 von 10 ergeben. Stabilität und Vertrauen sind ziemlich stark, denn es ist ein wichtiger Staat in der größten Volkswirtschaft der Welt, verwendet die Weltreservewährung und ist trotz gelegentlicher politischer Manöver, die für Schlagzeilen sorgen, unglaublich stabil. Was zu einem großen Teil der Grund dafür ist, dass sich so viele wichtige Industrien dort niedergelassen haben. Es erhält eine 9 von 10 und verliert nur einen Punkt wegen der internen Herausforderungen, mit denen der Staat konfrontiert ist. Und wegen anhaltender geografischer Probleme wie Tropenstürme, die einen sehr spürbaren Einfluss auf die Zukunft der Wirtschaft haben können. Das Wachstum war eines der stärksten innerhalb der USA, die in den letzten 10 Jahren selbst zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt gehörten. Die Wirtschaft hat sich in den letzten 10 Jahren ungefähr verdoppelt, was ihr eine 9 von 10 in diesem Punkt einbringt, auch wenn dieses Wachstum auf Kosten anderer Bereiche der Wirtschaft ging. Schließlich die Industrie. Selbst für eine so große Volkswirtschaft hat Florida eine gut diversifizierte wirtschaftliche Basis aus Landwirtschaft, Bergbau, Tourismus und jetzt auch Finanzdienstleistungen und Technologie. Ganz zu schweigen von Branchen wie dem Baugewerbe, die fantastische Arbeitgeber sind und dank des Zuzugs neuer Menschen in den Staat einen Boom erlebt haben. Insgesamt erhält die Wirtschaft eine 8 von 10, wobei sie nur 2 Punkte verliert, weil viele dieser Branchen immer noch von den USA als Ganzes abhängig sind, anstatt unabhängige, einheimische Industriestandorte zu schaffen. Insgesamt erhält die Wirtschaft Floridas eine 8 von 4 von 10, was genau dem Wert des Bundesstaates Texas entspricht, der trotz der gleichen demografischen Merkmale wie Florida auf eine andere und wahrscheinlich nachhaltigere Weise zu seinem Ergebnis gekommen ist. Danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut!